Willkommen bei einer neuen Folge des Tuning Guides. Heute beschäftigen wir uns mit Bremspumpen. Wir haben uns jetzt wieder einen Querschnitt aus der Bremspumpenwelt zusammengesucht. Die operieren jetzt nicht alle in einer Liga, aber wir wollten euch jetzt mal zeigen, wo die Unterschiede liegen preistechnisch, also was man mehr bekommt bei einer teuren Bremspumpe oder bei einer preisintensiveren Bremspumpe, wo die Unterschiede liegen allgemein von der Qualität her, vom ganzen Eindruck. Und wir haben uns jetzt wieder Kategorien ausgesucht, weil wie bei den Auspuffanlagen auch, zählt Optik natürlich bei vielen vielleicht auch. Bei manch anderem ist das, was beim einen hübsch ist, total hässlich und deswegen lassen wir Optik außen vor. Wir beschäftigen uns jetzt heute mit dem Gewicht, der Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis und der Wartbarkeit der Bremspumpen. Wir haben uns zuallererst mal hier rein für radiale Bremspumpen entschieden. Warum das so ist und was radial bedeutet, das erklären wir euch kurz. Eine radiale Bremspumpe sieht so aus. Das heißt, mit dem Hebel bzw. mit der Kraft gehe ich in einem Weg nach unten und drücke den Bremskolben im Hauptbremszylinder nach hinten. Das heißt, ich ziehe hier und übe direkt Druck aus, ohne eine Umlenkung oder dergleichen. Bei einem axialen Hauptbremszylinder oder bei einer axialen Bremspumpe ist das Ganze gedreht. Der Hebel hat jetzt, sage ich mal, die gleiche Position, aber dieser Hauptbremszylinder liegt. Das heißt, ich brauche bei einer axialen Bremspumpe immer eine Umlenkung nach unten und zur Seite hin. Das führt dazu, dass ich mit einem radialen Bremszylinder einen klareren Druckpunkt habe, weil weniger Bewegung im System und weniger Umlenkungen drin sind. Und ich habe einfach ein knackigeres Gefühl und kann auch die Bremsung viel besser kontrollieren. Dazu ist eine radiale Bremspumpe im Wesentlichen auch weniger anfällig, weil eben weniger bewegte Teile drin sind. Diese ganze Umlenkung ist ja logischerweise dann auch wieder ein anfälliges Teil. Darum also, rein radiale Bremspumpen ist bei den meisten Sportbikes oder Hyper Super Naked jetzt mittlerweile auch schon mit dabei. Dann gibt es natürlich immer wieder die Debatte um die Kolbendurchmesser an Bremspumpen. Was sagt jetzt zum Beispiel aus 17er Kolben oder nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Von Brembo gibt es weithin bekannt die RCS in verschiedenen Ausbaustufen. Da gibt es zum Beispiel die RCS 17, die RCS 19. Das beschreibt, wie bei den meisten Pumpen, dann den Durchmesser des Kolbens, der im Hauptbremszylinder läuft. Das heißt, dieser Kolben, der hier drin auf und herunter läuft, hat einen Durchmesser von, in dem Fall bei der PR19, 19 mm. Aber was hat das für mich als Fahrer dann für Auswirkungen? Beziehungsweise wie spiegelt sich das wieder? Ganz konkret lässt sich sagen, bei einem kleineren Durchmesser des Hauptbremszylinders bzw. des Hauptkolbens brauche ich, oder ich gehe mal vom gleichen Druck am Bremssattel unten aus. Das heißt, ich werde die gleiche Kraft auf den Bremssattel übertragen, dann brauche ich hier weniger Kraft und mehr Weg bei einem kleineren und weniger Weg, aber mehr Kraft bei einem großen. Das hat damit zu tun, dass ich natürlich mit einem großen Bremskolben, zum Beispiel mit einem 19er im Gegensatz zu einem 17er, mehr Flüssigkeit bewege. Und dann ist es im Prinzip noch so, dass ja nicht nur dieses hydraulische Übersetzungsverhältnis herrscht, beziehungsweise nicht nur diese hydraulische Kolben in Bewegung sind, sondern auch die Kolben im Bremssattel. Das heißt, ihr habt da ein Gesamtübersetzungsverhältnis von der Bremspumpe auf die Bremskolben, beziehungsweise dann auch noch in Abhängigkeit von deren Anzahl. Und das ist ein sehr komplexes System. Das, was ich also gerade über Weg und Kraft gesagt habe, beim Druck, das lässt sich nur stellenweise umsetzen, weil ja auch noch die Bremssättel unterschiedliche Kolbendurchmesser haben. Daher wollen wir jetzt aber nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Ich rate euch nur, wenn ihr euch eine neue Bremspumpe kaufen wollt, dann informiert euch davor, was gut funktioniert, was sich schön auswirkt und welche Empfehlungen es zum Beispiel im Forum oder von Rennteams schon gibt. Da könnt ihr euch wirklich viele Infos holen, um das hydraulische Übersetzungsverhältnis so ideal wie möglich zu gestalten.
Natürlich hängt es dann auch noch davon ab, was für ein Typ von Bremse ihr seid. Wollt ihr wirklich wenig Weg und einen knackigen Druckpunkt, also mehr Kraft aufwenden, oder wollt ihr eben dieses fein dosierbare mit längerem Weg und fahrt deswegen lieber eine kleinere Bremspumpe? Das liegt an euch, aber es liegt nicht nur am Hauptbremszylinder, sondern auch an den Bremssätteln. Wir haben ja gesagt, wir wollen dann jetzt auch die Bremspumpen tatsächlich vergleichen. Dazu haben wir einmal eine Brembo PR19. Dazu kommen wir später. Warum eine PR19? Dann haben wir eine Behringer BR14 und eine Magura HC3, so als Top-Notch-Produkt, um einfach mal zu sehen, wo sind die Unterschiede. Wir fangen jetzt an mit der Qualität und der Anmutung, also wie kommt das ganze Ding aus der Box und was ist alles dabei. Ist jetzt ein bisschen unfair, weil die Brembo schon gebraucht ist, aber wir wissen, was neu mit dabei ist. Die Brembo PR19 sieht so aus, ist also ein Gussteil. Wir haben hier einmal den Anschluss und den Entlüfternippel, haben einen verstellbaren Weg hier vom Bremshebel, was auch ganz schön funktioniert. Der Anschluss für die Bremsleitungen ist unten und normalerweise wird hier, je nachdem was ihr kauft, bei einer RCS oder PR19 eine ABE und ein Bremslichtschalter mitgeliefert. Der kann hydraulisch oder mechanisch sein. Qualitätstechnisch ist die PR19 keine schlechte Pumpe, ist auch viel unterschätzt im Gegensatz zur RCS19, die völlig überschätzt ist. Dazu kommen wir aber, wie gesagt, später noch. Die läuft jetzt hier ganz schön, die ist auch jetzt frisch gewartet und neu gemacht. Der Hebel ist klappbar, dass im Fall eines Falles eben alles nach oben geht und nichts abbricht, was auch schon mal ein schöner Benefit für Racer ist. Wir reden hier von einem Kostenfaktor, würde ich behaupten, von um die 300 Euro im Retail. Wenn man jetzt auf eBay Kleinanzeigen oder so schaut, dann ist die Pumpe natürlich noch deutlich günstiger. Deswegen ist das wirklich bang for the buck, wenn es darum geht, ich möchte meine Bremsleistung steigern. Eine qualitativ vernünftige Pumpe, die aber kein Vermögen kostet. Also ich würde mal sagen, so qualitätstechnisch, für das, was es ist, ist es wirklich in Ordnung, die PR19. Dann haben wir als nächsten Step up, qualitativ, die Behringer BR14. Die habe ich auch neu gekriegt, was da ein bisschen, sage ich mal, oder was da aufgefallen ist, die kommt einfach in der Schachtel als Bremspumpe. Dann sind noch die Schrauber hier oben mit dem Entlüfter mit dabei, aber das war's. Also ihr kriegt wirklich nur das, was ihr bestellt, und zwar eine Bremspumpe. Punkt. Das könnt ihr auch im Kit bestellen. Die Behringer liegt bei Retail, glaube ich, bei 429 Euro. Warum das so ist, das sehen wir im direkten Vergleich. Ich glaube, ich lasse die hier gerade mal draußen. Im direkten Vergleich mit der Brembo. Das ist ein gefrästes Gehäuse, ist auch ultra kompakt vom Gehäuse her. Und wir haben hier zum Beispiel einmal das Feature, das ist aber eigentlich reine Geschmackssache, dass oben die Bremsleitungen angeschlagen werden. Damit kann man aber beispielsweise, Langstreckenerfahrung bei Behringer, schneller Zugriff haben und schneller wechseln. Ich muss einfach hier losschrauben und habe das alles lose. Dann habe ich auch hier eine Weitenverstellung, die funktioniert hier oben. Und damit kann ich den Hebel entweder näher oder weiter wegstellen. Die rastet dann auch ab einem gewissen Punkt. Da muss ich jetzt gerade mal von der Seite reingucken. So. Also da hat man so eine kleine Grube. Das ist also auch ganz schön gemacht. Der Anschluss für die Zuleitung ist hier oben. Und was bei der Behringer auch wirklich ganz toll gelöst ist, ist, dass ich hier oben ein kleines Kugellager drin habe, das auf den Bremskolben drückt. Das heißt, diese Pumpe läuft wirklich ultra leicht. Also jetzt auch ohne Flüssigkeit bewegt sich das absolut smooth, und wer jetzt nicht immer auf eingefahrenen Pfaden unterwegs sein möchte, dem kann man die Behringer durchaus nahelegen. Allerdings gibt es auch attraktive Bremspumpen, die ähnliche Features aufweisen und die dann vom Preis her nochmal woanders agieren. Aber ihr kriegt qualitativ eine sehr hochwertige Bremspumpe, nur eben ohne Klimbim und irgendwas drumherum, die aber wirklich schon sehr schön gearbeitet ist. Hoffen wir, dass es stehen bleibt hier. Wenn nicht, dann legen wir das. Ja, das geht. Und dann haben wir zum Schluss noch die Magura HC3. Die ist ja gerade in aller Munde. Magura, eigentlich auch aus dem Mountainbike-Sport bekannt, jetzt wieder im Powersport-Segment aktiv, schickt damit ihr Flaggschiff quasi los. Und für die große, also für das große Bike, haben wir dann die Magura HC3 genommen, weil ein deutscher Hersteller, Heritage, und sieht auch wirklich toll aus, das Ding, und funktioniert hoffentlich dann auch dementsprechend. Wir haben die Pumpe dann mal ausgepackt und Magura gibt sich da schon Mühe. Also ihr bekommt da einen schönen Karton, das ist alles auch geil eingepackt.
Ihr bekommt ein Bremsflüssigkeitsreservoir dazu, einen Halter, ihr bekommt einen Bremslichtschalter mit dazu und ihr bekommt auch eine komplett gefräste Pumpe. Diesmal wieder mit klappbarem Hebel. Behringer hat das nicht, was sehr schade ist, weil die Hebel ziemlich teuer sind. Der Hebel ist also klappbar, die Längenverstellung wie gehabt hier hinten. Funktioniert auch ultra smooth, ist also sehr schön. Titanschrauben sind hier mit dran, Entlüfter und Anschluss. Was ich an dem Anschluss hier jetzt schon mal besser finde als an den beiden, dass er nicht aus Kunststoff ist, sondern auch aus Aluminium gefräst und hier mit einem Dichtring. Damit ist das ganze Ding einfach schon mal viel sicherer. Und ich finde das auch bei Behringer ein bisschen suboptimal, dass das hier über so einen Winkel gelöst ist. Ich finde es schöner, wenn es gerade rausgeht, weil man dann nicht so viel Spiel in dem ganzen Thema hat. Das also hier schon mal am schönsten. Vom Lauf her ist die HC3, läuft genauso smooth, würde ich behaupten, wie die Behringer jetzt, ohne mal getestet zu haben. Und dann habe ich natürlich hier noch die Möglichkeit, drei verschiedene Hebelübersetzungen einzustellen. Das heißt, ich kann hier einen größeren oder kleineren Kolbendurchmesser quasi simulieren, indem ich die Anlenkung entweder weiterstelle und natürlich je mehr Weg, desto mehr Hebelkraft habe ich, oder die Anlenkung kürzer stelle. Was dann auch noch mit dabei ist, wie bei entsprechenden Brembo-Bremspumpen auch, ist eine ABE und noch eine schöne Bedienungs- und Anbauanleitung. Das ist bei Brembo, sage ich mal, relativ schlicht gehalten. Bei Behringer soll man sich's runterladen. Wobei, da muss man auch fairerweise sagen, dass Behringer keine ABE hat. Das haben die beiden anderen zumeist. Und dass Behringer meistens dann auch nur an wirkliche Rennteams verkauft wird. Haben wir jetzt also einen groben Überblick von einer sehr günstigen, gut funktionierenden Pumpe unserer Ansicht nach über die Behringer BR14, die ja schon wirklich aus dem Endurance-Rennbereich kommt und eine reine Rennbremspumpe ist, und der Magura HC3, die sich jetzt hier so als Flaggschiff präsentiert und wo man dann schon auch merkt, ohne Werbung machen zu wollen, wo das Geld hinfließt. Preistechnisch, wie gesagt, hier um die 250-300 €, hier 400 bis 450 Euro, je nach Konfiguration und Hebellänge, und bei der Magura spielt sich das Ganze in der freien Wildbahn so um die 800 € ab. Da erschrecken jetzt natürlich viele, aber es gibt von Brembo auch ein Produkt, das hier komplett entgegensteht, also eine CNC-Bremspumpe, die kostet dann nochmal flockige 2.500 €. Wir hätten jetzt hier auch noch gern die neue Hehlbremspumpe mit vorgestellt, weil die rangiert bei Brembo, ist aber im Gegensatz dazu voll gefräst. Werden wir vielleicht noch was hinkriegen bis Alcaraz? Und was vielleicht auch noch als Alternative ganz spannend ist, ist die Gale Speed VR und VRC. Die sind nämlich mit einem Preisbereich von 250 bis 300 € sehr attraktiv und sind auch vollgeschmiedete Bremspumpen mit verstellbarer Anlenkung. Also das könntet ihr euch auch mal anschauen, wenn ihr da irgendwo um den Preisbereich rumrangiert. Kommen wir zum nächsten Punkt, dem Gewicht. Man kann sich ja schon denken, wie sich das ungefähr gestaltet, von gefräst zu Guss. Allerdings ist es hier nicht ganz so einfach, weil ja die Pumpen auch ganz unterschiedliche Größen haben. Wir haben jetzt gemessen als Gewicht bei der Brembo und wir haben alle gemessen ohne Ausgleichsbehälter, ohne Bremslichtschalter. Das ist übrigens auch ein Punkt, bei der Magura kommt noch ein Bremslichtschalter dazu, hatte ich vorhin vergessen. Aber die Brembo wiegt 300 Gramm, so wie sie jetzt hier liegt mit den Schrauben und der Klemmung. Die Behringer wiegt 290 Gramm mit Schrauben und Klemmung. Und der Hohlschraube, die müssen wir aber hier fairerweise mit drin lassen, weil die Hohlschraube gleichzeitig auch die Entlüfterschraube trägt und die Entlüfterschraube ist überall mit dabei. Und die HC3 wiegt dann auch 290 Gramm, was uns sehr überrascht hat, weil der Größenunterschied schon nicht unerheblich ist und die Magura ja zudem noch diese mehr Hardware trägt im Sinne einer verstellbaren Anlenkung. Wir können also sagen, es schenkt sich gewichtstechnisch, wenn ihr jetzt wirklich mit einer Bremspumpe abspecken wollt, dann müsst ihr wahrscheinlich auf ein sehr teures Titanprodukt oder dergleichen gehen. Ansonsten schenken die sich nicht viel. Es ist aber schön zu sehen, dass da auch Unterschiede herrschen. Zumal man ja sagen kann, Guss ist jetzt vielleicht weniger dicht als eine gefräste Pumpe. Die gefrästen sind definitiv wahrscheinlich stabiler und robuster als die Gussware. Und dafür, dass die Behringer jetzt so klein ist und die Magura dann wirklich noch mit mehr Features glänzt und auch hier mit Aluminium beispielsweise versehen ist, ist das ganze Thema dann schon mal ganz cool zu sehen. Also 290 Gramm diese beiden, obwohl die BR14 wesentlich kleiner ist, und 300 Gramm
die Brembo-Bremspumpe. Gewichtstechnisch also nicht viel zu holen, aber wir dachten, wir ziehen mal einen Vergleich. Kommen wir zum letzten größeren Punkt, zum Thema Wartung. Und zwar haben wir uns jetzt vorgenommen, euch auch mal darüber aufzuklären, was denn da so los ist, wenn ich mit meiner Bremspumpe hinfalle, wenn die irgendwann mal undicht wird. Es gibt ja gleich mal vorweg jetzt die Brembo RCS 19. Viele werden sich fragen, warum fahrt ihr nicht die RCS 19? Die hat auch eine verstellbare Anlenkung. Ja, ich bin die Brembo RCS 19 gefahren und wollte die dann irgendwann turnusmäßig warten, weil bei Bremspumpen ist eine Wartung auch wirklich ab und zu nötig. Das heißt, ein neues Kolbenband, eine neue Druckstange, neu abdichten und dann ist die Welt vollkommen in Ordnung. Das könnt ihr alles daheim machen, wenn es denn Teile gibt. Die Brembo RCS 19 ist also mittlerweile tatsächlich sehr gehypt, ist auch eine schöne Pumpe, von dem her, wie sie funktioniert, ist der PR 19 ebenbürtig, aber die RCS 19 lässt sich nicht warten, es ist eine Wegwerfpumpe. Brembo hat da vieles richtig gemacht mit der Konstruktion und auch mit dem Marketingaufwand, den sie betreiben, die RCS wirklich in jede Nische reinzukriegen, aber ich würde davon abraten, eine RCS zu kaufen, weil die verstellbare Anlenkung ist immer ein Thema, das funktioniert zwar ganz schön und ist auch hier bei der HC3 dreifach ausgeführt, aber ich habe das bei der RCS 19 so wenig verwendet, ich glaube zweimal und dann eben nie mehr dran gedreht. Da ist man mit einer PR 19 wirklich besser bedient als mit einer RCS, weil die PR hat weniger Schnickschnack, hat diese Umlenkung zwar nicht, aber man zahlt weniger und hat eine Pumpe, die man komplett warten kann. Und da kommen wir jetzt eben ins Thema. Mit so einem Wartungskit, das ist jetzt hier stellvertretend von Brembo, damit habe ich auch so eine PR19 hier gewartet, lässt sich die Pumpe dann wirklich instand halten. Das kann je nach Umfang, dann Kolbenband, eine Druckstange, diese neuen Gummipuffer hier oben und die ganzen Dichtungen umfassen, genauso wie ein bisschen Fett und eine Anleitung. Das ist also wirklich sehr schön. Das geht mit der PR vollumfänglich, hier kann ich also Wartungskits kaufen. Bei Behringer gestaltet sich das Ganze dann so, dass ich einen kompletten Ersatzteilekatalog habe, das heißt von diesem kleinen Kugellager über das Druckstück und die ganzen Schrauben sowie diese Einsätze und die Lüfterschraube lässt sich jedes Part einzeln kaufen, was schon mal ein großer Benefit ist und das ist dann tatsächlich auch, obwohl die BR14 ja relativ teuer ist, nicht ganz so teuer, also da liegen wir nicht viel über dem Niveau von Brembo. Beim Agura ist es ganz genauso. Ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass jetzt hier zum Beispiel der Eingang für die Bremsflüssigkeit, also zum Behälter hin, schon aus Alu gefräst ist und mit einem Kupferdichtring. Das ist natürlich für die Wartbarkeit top, weil dann muss ich nicht hier mit irgendwelchen Gummipömpeln rausziehen und dann Plastik rumnoddeln, sondern die ist wirklich auch dafür gemacht, dass man alles warten kann. Es gibt da auch einen umfangreichen Katalog und ich kann jedes Schräubchen an dieser Bremspumpe ersetzen und das war uns eben wirklich auch wichtig, weil wir legen da sehr viel Wert drauf, dass die Bremsanlage tipptopp funktioniert und deswegen ist es eben auch so, dass wir gesagt haben, wir verwenden nur noch Bremspumpen, die wartbar sind. Bei den vorhin angesprochenen Alternativvorschlägen wie der Gale Speed ist das auch komplett möglich. Bei der Hehlpumpe müssen wir uns das Ganze noch anschauen. Aber so viel dann zum Thema Service und Wartung. So kommen wir jetzt zum Abschlussfazit und zu den Zusatzpunkten, die wir noch ansprechen möchten. Als Abschlussfazit lässt sich sagen, wir haben hier wirklich drei sehr schöne Bremspumpen. Die PA19 rangiert für den Hobby-Racer und für den, der jetzt einfach sagt, okay, ich bin auf Budget unterwegs, ich brauche jetzt auch keine gefräste Bremspumpe, sehr gut. Also wenn wir unter uns ehrlich sind, dann wird sich der Unterschied von dieser zu dieser zu dieser Bremspumpe nicht riesengroß belaufen. Diese beiden funktionieren viel weicher. Die Magura ist insgesamt eben nochmal ganz anders gearbeitet und von der Verarbeitungsgüte her ein wirkliches Top-Teil. Aber rein von der Bremskraft für einen Hobby-Racer kann man jetzt wahrscheinlich nicht sagen, hey, du steigst um von der PR auf eine HC3 und hast dann sofort ein komplett anderes Gefühl. Das werden wir für euch aber rausfahren. Also wir werden euch wirklich dann auch ein Overview geben, wenn wir alle Pumpen mal durchgefahren sind. Wie denn das so ist, wie sich so verhält bei gleicher Bremshardware. Wir werden das vielleicht sogar an Marius M4-Sattel mal ausprobieren, dass wir auch sagen, wir schmeißen vielleicht auch da mal die HC3 und die PR19 drauf im Tausch, einfach um zu sehen, wie ist der direkte Vergleich. Die Behringer, die ist im Prinzip nur da, weil ich da gleich Teilepolitik haben möchte und an der Oma ja eine komplette Behringer-Anlage dran ist und ich bin schon ein bisschen latenter Behringer-Fan wegen der Langstrecke.
Aber wir haben hier wirklich drei sehr schöne Pumpen. Und im Endeffekt, auf was müsst ihr achten? Schaut im Voraus, wie ist der Kolbendurchmesser und welcher Kolbendurchmesser passt für mein Bike? Welche Art von Bremse möchte ich haben? Hebel, Wegverhältnis etc. pp. Das hatten wir vorhin angesprochen. Will ich also eher einen großen Kolben oder einen kleinen, mal unabhängig vom Gesamtübersetzungsverhältnis? Es gibt ja zum Beispiel auch 20er Kolbendurchmesser. Im Motocross-Supermoto-Bereich reden wir dann von 11, 12, 13 um den Bereich rum. Also je nachdem, schaut euch um, was funktioniert gut gesamtübersetzungsverhältnismäßig und welcher Typ von Bremser bin ich. Will ich mehr Gefühl oder will ich mehr Weg, den ich variieren kann, oder will ich vielleicht auch weniger Weg und dafür mehr Kraft aufwenden? Das ist immer euch selbst überlassen. Dann, wo bin ich finanziell unterwegs? Bin ich irgendwo um die 300, 250 Euro oder bin ich wirklich auf der Suche nach eBay Kleinanzeigen oder auf der Motorrad-Rennsportbörse auf Facebook oder Racing for Fun und will eine günstige Pumpe schnappen, dann ist das hier wahrscheinlich way to go. Weil diese Pumpen gibt es tatsächlich ab 150 Euro. So ein Wartungskit kostet, ich müsste lügen, aber ich glaube um die 30 Euro und damit ist das eine neue Pumpe, sofern nicht wirklich was komplett kaputt ist. Also bang for the buck, muss man leider sagen, oder was heißt leider, muss man sagen, ist die PR wirklich eine graue Eminenz und eine alte Instanz. Wenn ich dann was Außergewöhnliches haben möchte und in den Neumarkt gehe oder Gebrauchtmarkt, ist eben die Magura HC3 mordsmäßig preisstabil, weil sie gibt es noch nicht so lange. Sie ist aber wirklich auch eine ultra krass gefertigte Pumpe, muss man sagen, und alles top dran. Die Behringer ist wahrscheinlich, kommt wahrscheinlich für die wenigsten in Frage, weil es ist ein Exot und ich habe die tatsächlich auch nur hier wegen der Gleichteile-Politik, obwohl es wirklich eine Pumpe ist, die wahnsinnig schön funktioniert und auch tolle Detaillösungen hat. Ich bin da auch wirklich Fan von dem verschraubbaren, von der Bremsleitungsverschraubung oben. Das birgt aber wiederum Probleme bei Zubehör-Bremsleitungen, weil die meisten Bremsleitungen natürlich dafür ausgelegt sind, unten angeschraubt zu werden. Das heißt, Behringer Bremspumpe heißt gleich wieder individuell gefertigte Bremsleitung, auch nicht so cool fürs Budget. Also hier, bang for the buck, auch gebraucht, wirklich gut zu finden. Die Behringer gebraucht, ein absolutes Einhorn, findet man nicht. Und wirklich auch ein Nischenprodukt, das ich nur deswegen fahre, weil es die Behringer Komplettanlage hier drauf gibt. Das aber so ein paar Tücken mit sich bringt, wie eben das mit den Bremsleitungen. Der Preis ist nicht ganz so attraktiv. Und warum sollte man das fahren, wenn es zum Beispiel auch von Magura noch eine HC1 als Alternative gibt, die auch gefräst ist, ohne verstellbare Umlenkung und auch toll funktioniert. Und die Magura dann einfach zur Abrundung des großen Racebike-Projekts, das ja dann folgen wird auf die Oma, die wird zusammen mit den Brembo-Sätteln dann genutzt und ist halt einfach, sage ich mal, das, was gerade am Markt so mir am sympathischsten erschienen ist im High-Performance-Bereich. Also da wird auch eine Brembo CNC-Pumpe nicht wirklich viel mehr Sinn machen als die hier. Und die kostet dann gleich halt nochmal ja, 1500 Euro mehr. Das ist klar eine Stange Geld, aber für diese Stange Geld kriegt ihr auch ein richtig schönes Produkt, muss man ganz klar so sagen. Ich bin gespannt, wie die sich schlagen wird. Also für jeden was dabei. Und jetzt noch abschließend was zum Thema Bremsflüssigkeitsbehälter oder Ausgleichsbehälter. Da gibt es ja jetzt auch die Diskussion groß-klein und welches Material von Schlauch soll ich verwenden. Dann zum Schluss noch ein paar abschließende Worte zum Thema Bremsflüssigkeitsbehälter. Das gehört für mich jetzt auch noch ein bisschen dazu. Und zwar gibt es da ja zweierlei Dinge, auf die man achten muss. A, die Größe und B, das Material der Zuleitung zum Hauptbremszylinder. Zuerst mal zum Thema Größe. Es gibt viele, die fahren dann mit so einem kleinen Behälter. Finde ich persönlich aber nicht gut, weil mit abnehmender Belagstärke sollte man schon öfter mal danach schauen, ob hier noch genug drin ist, das nachlaufen kann. Bei einem kleinen Behälter kann es wirklich sein, wenn ich nicht komplett auffülle, dass irgendwann, wenn die Belege sich abarbeiten, ich hier drin nicht mehr genug habe und dadurch dann auch öfter checken muss, immer ein bisschen Unsicherheit mitfährt. Ich würde lieber einen großen fahren, auch wenn die Dinger nicht so schön aussehen, als so ein kleinen, dann bin ich nämlich auf der sicheren Seite und habe immer genug im Nachlauf. Dann gibt es natürlich immer noch die Frage nach dem Material der Zuleitung. Da haben wir einmal so einen klassischen Schlauch, wie ein Brembo zum Beispiel auch mitliefern würde. Das ist jetzt ein Material, das ist bremsflüssigkeitsresistent, ist so ein bisschen wie Gummi, aber das kann man guten Gewissens verwenden. Wichtig ist, verwendet da Material, das wirklich dafür geeignet ist. Also nehmt
sowas, was bei den Brembo-Pumpen oder bei den Brembo-Reservoirs zum Beispiel mit dabei ist oder bei einem Zubehörreservoir mitkommt, weil das dafür geeignet ist auch. Keine Benzinleitung, keine Spritleitung, nichts. Schaut wirklich danach, weil alles, was nicht für Bremsflüssigkeit geeignet ist, wird irgendwann anfangen zu schwitzen und umgekehrt dann auch mehr Luft zu ziehen. Und dann kann es richtig unangenehm werden. Was natürlich auch immer geht, ist eure originalen Schläuche weiter zu verwenden. Diese ganz normalen schwarzen, wie ihr sie kennt von den Bikes. Und die dann dafür zu nutzen und ein bisschen auf Länge zu schneiden. Das ist auch noch immer. Aber bitte hier nichts verwenden im Sinne von, oder was eine Spritleitung mal war oder was sich irgendwie halbwegs eignen könnte. Was sich dann auch noch ganz toll eignet, und da haben schon sehr viele danach gefragt, ist Tigon. Oder Tigern oder wie man es auch immer aussprechen mag. Das habe ich aus Großbritannien gekauft, ein bisschen als Meterware. Und es gibt ja bekanntermaßen hinten bei den Bremsflüssigkeitspumpen oder bei den Bremspumpen immer diese HRC-Schläuche, die man kaufen kann. Diese HRC-Schläuche sind aber, da mache ich mich jetzt wieder bei ganz vielen Leuten unbeliebt, weil sie sagen, ich fahre die schon lang, die fangen erfahrungsgemäß immer an zu schwitzen. Auf der Packung von den HRC-Teilen, auch wenn sie cool aussehen und durchsichtig sind, steht immer drauf, please replace after race weekend oder irgendwas dergleichen. Ich hatte nämlich selbst mal einen und habe den dann wieder weggetan, weil es einfach nicht tragbar war. Das hat die ganze Zeit außen geschwitzt, man hatte immer so Klamm hier außen und das geht nicht. Die Tigon-Schläuche sind da eine coole Alternative, weil die sind auch durchsichtig. Das heißt, ich sehe genau, was geht hier ab, was mir persönlich ganz lieb ist. Also in dem Fall läuft das so vor mir und ich sehe immer, ob hier irgendwo Luft mit drin wäre, ob es irgendwo was zieht. Gibt es in vielen Durchmessern und das lässt nichts durch. Ich bin das jetzt selber 2-3 Saisons lang gefahren und habe das auf Herz und Nieren geprüft. Es wird nicht undicht, es schwitzt nicht, es ist wartungsfrei und es hält die Bremsflüssigkeit da, wo sie soll. Das ist also wirklich eine Top-Empfehlung, dieses Tigon da zu verwenden, weil das wirklich toll funktioniert. Ansonsten bitte auf Nummer sicher gehen, wenn man da kein großes Geld für ausgeben möchte und einfach die Original-Hardware weiterverwenden, anstatt dass man irgendwas kauft, was vielleicht anfängt zu schwitzen. Das war es jetzt zum Thema Bremspumpen. Wir hoffen, es war auch wieder ein bisschen aufschlussreich für euch und ihr konntet was draus ziehen. Wir melden uns dann demnächst mit dem nächsten Tuning-Guide oder den nächsten Videos. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.